Hallo und willkommen zurück. Mein Name ist Quarku und weiter geht's ums Uncharted. Viel Spaß. Wir sind jetzt an der anderen Seite des Hafens angekommen und mal schauen, ob wir uns das Boot einfach so schnappen können. Ist das wieder so ein... Nein, das können wir nicht aufschießen. Schade. So. Hier liegt auch kein Schatz rum. Schaff das alles an Bord. Hey. Los, mach schon, hä? Wo kommst du denn her? Das hier musst du sehen. Das kommt jetzt eher ungelegen. Nein, Nate. Was soll denn das werden? Das musst du dir ansehen. Hä? Hier. Soll das so ein Witz sein? Was? Vergiss den Kran dann doch nicht. Achtung, Achtung. Und jetzt. Das gibt's doch nicht. Er lebt. Hat er uns verarscht? Ich weiß nicht, Nate. Ich meine, vertraust du ihm wirklich? Er wird nicht gerade mit einer Waffe bedroht, nicht wahr? Ja, ich sehe es. Wir müssen hier wegfahren. Das ist wirklich komisch. Und jetzt haben wir unsere Mitfahrgelegenheit verpasst. Nein, Sully hat seine Fehler, aber ein Verräter ist er nicht. Wo sind Sie hin? Nördlich. Ja, Richtung Berge. Okay, es muss das Kloster sein. Gehen wir. Und was, wenn er mit denen zusammenarbeitet? Er wird gerettet oder er kriegt eins auf die Mütze. Auf die Mütze hau ich ihm so oder so. Okay. Aber wir werden mal sehen, wie fest wir ihm auf die Mütze hauen. Können wir einfach ins Meer springen? Nein, es ist eine unsichtbare Wand. Sehr schön, die Bewegung dazu. Sieht bestimmt auch vom Meer aus sehr schön aus. Was? Du bist erledigt, Bongsat. Das darf doch nicht wahr sein. Der ist noch richtig schön gegen die Wand geknallt. Ja, danke, Elena. Ich würde mich da gerne an die Wand stellen. Ein Schuss. Okay. Uns fehlte ein Schuss. Er ist da drüben. Macht keine Gefangenen. No, nein, 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 nein. Wieder runter, wieder runter. So, der ist tot. Okay. Das gibt's doch gar nicht. Stirb doch. Darf ja auch nicht wahr sein. Es hat viel zu lange gedauert. Dafür war das kurz und schmerzlos. Da sind sie! Verliert ihn nicht! Ich glaube, das war der Typ mit der fetten Waffe. Dem Granatwerfer oder was auch immer das war. Damit haben wir uns gerade eine Menge Probleme erspart. Doch nicht. Die Leute halten einfach viel zu viel aus. Oh, die Musik ist schon leise. Schön, dass sie sich alle dementsprechend kleiden, was für eine Waffe die dabei haben. Also die mit der fetten Waffe, mit der M79, die haben ja grundsätzlich immer ein rotes T-Shirt an, glaube ich. Wie das wohl bei denen läuft. Haben die erst die Waffe und dann das Kostüm, dann die Klamotten oder suchen sie sich erst die Klamotten aus und kriegen dementsprechend eine Waffe zugeteilt? Das ist ja wohl bescheuert. Okay, da können wir lang.
Und hier nicht. Aber hier ist ein Schatz. Eine spanische Goldmünze. Ja, okay, das ist doch eine wie die, die wir in... Ah, mittelmäßiger Schatzsucher, ja, dankeschön. Das ist doch eine Medaille, wie wir sie auch in dem U-Boot gefunden haben, oder? Also ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber die sieht jedenfalls sehr ähnlich aus. Mittelmäßiger Schatzsucher. Das klingt jetzt eher nach einer Beleidigung, aber na gut. Immerhin. Hier sollten wir lieber nicht runterspringen. Na, ob wir einfach so über diese Brücke spazieren können? Ich zweifle dran. Wie kann denn so etwas passieren? Da sind Brandspuren. Aha. Jemand hat hier Pulver reingestopft, um alles in die Luft zu sprengen. Sei vorsichtig. Da sollte man auch lieber nur alleine rübergehen. Verdammt, Mord. Natürlich. Elena, das reicht nicht. Die andere Hand. Du musst sie loslassen. Verdammt. Die ist jetzt kaputt. Immerhin hat sie die Kamera losgelassen und ist nicht einfach hinterhergesprungen, oder? Die Kamera war ihr nicht so wichtig wie ihr Leben. Komm schon. Wenigstens das. Komm. So, nochmal zurückgehen. Lieber nicht. Ah, ich sagte ja, ich glaube nicht, dass wir einfach so drüber gehen können. Ach da. Man muss ja nicht immer klettern, es gibt auch Stufen. Gehen wir hier mal wieder hoch. Okay. Nein. Lieber nochmal rein. Hat's da geglitzert oder? Nee, okay. Das war einfach nur die Textur des Wassers da unten, oder was ist es? Tja, hier scheint gar nichts zu sein. Das wundert mich jetzt aber... Ah, doch. Natürlich ist hier noch ein Schatz. Ein spanischer Silberkelch. Das ist wohl eine Schatzsucher-Episode heute, was? Schon zwei Schätze. Wobei am Anfang der Videos war es ja auch noch sehr dicht gestaffelt. Sehr schön. Einfach ohne zu gucken runterspringen. Was ist das? Kann man hier hoch? Ah, die Kamera kann ich leider nicht so steuern, wie ich das gerne hätte. Ich würde da gerne mal runter gucken. Aber das scheint nicht zu gehen. Tja, Elena ist jetzt bestimmt deprimiert und frustriert. Denn sie hat jetzt ihre Kamera verloren. Vielleicht schießt sie ja dann besser. Ach du Scheiße. Na, kommt her. Da war doch eben noch einer. Erzählt mir nicht, dass er es nicht mitgekriegt hat. Mehr Schuss für die US. Das ist natürlich mal ausgezeichnet. Und noch ein Schatz, das darf ja wohl nicht wahr sein. Goldener Quatimundi? Ich habe keine Ahnung, was das darstellen soll. Sieht ein bisschen nach einem Dinosaurier aus. Bisschen auch, als hätte er Räder. Aber wow, schon der dritte Schatz in dieser Episode. Vielleicht haben wir doch schon einige verpasst. Vielleicht sind die immer so dicht gestaffelt. Natürlich. Haha.
Elena? Okay, die AK ist fast voll, dann nutzen wir die nochmal. Oh oh. Ach, um Himmels Willen. Super, Elena, lauf einfach in die Schussbahn. Jetzt hier bei mir? Ne, ist schon eins weiter. In Deckung. Du bist schon tot, Anjing. Oh, oh, gleich nicht. Oh je. Das gibt's doch nicht. So eine Entfernung schießt sich daneben. Kapitel 12. Flussaufwärts. Wir sind also nicht mehr gefangen. Der Fluss müsste direkt zum Kloster führen. Ah. Ein weiterer Jetski-Abschnitt. Wie sehr habe ich das vermisst? Okay, ist ansonsten auch nichts mehr. Hm. Ja, dann würde ich sagen, halten wir die Episode etwas kürzer als die anderen und befassen uns beim nächsten Mal mit dem Jetski. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.